So, da wir ja nun wissen, dass Elastizität auch was mit unseren Gewebsflüssigkeiten zu tun hat, mit der Grundsubstanz, möchte ich jetzt erstmal ein kleines Warm-up gehen, in ein Verflüssigen, in ein Dehnen, ein bisschen was aus Facial Stretch, ein bisschen was aus Facial Flow, ein tiefes Inhale, einatmen und ausatmen. Noch einmal, ein tiefes Einatmen und reduzieren wir uns mal nur auf die Schulter und rotieren ein bisschen rückwärts, rechts und links im Wechsel. Richtig schön weit nach hinten ziehen, um den Schultergürtel so ein bisschen in Bewegung zu bringen. Und das Ganze machen wir jetzt etwas schneller und schauen, dass das Ganze so ganz bisschen mehr Wirkung auf unsere Brustwirbelsäule hat. Und dann gucken wir, dass wir das Tempo jetzt wieder ein bisschen langsamer werden lassen und ziehen langsam zurück. Und steigern das Tempo. Okay. Und dann halten wir mal an und lassen die Arme schwingen. Von vorne nach hinten. Spannung aufbauen. Einbeinstand. Ruhig mal zwischendurch immer wieder die Chance nutzen, ein bisschen mit der Stabilität zu spielen, um uns dann ganz bewusst wieder zurückzubringen. Großer Zeh. Großzehballe. Kleinzehballe. Fersenschub zum Boden, aber die Ferse bleibt frei. Jetzt holen wir uns nur das Knie, ja? Knie auf und ab. Hier könnten wir jetzt wunderbar mit einem Elastizitätstraining des Fußes weitermachen. Ich möchte, dass wir jetzt in die Elastizität unserer Beinrückseite hineinarbeiten. Und dazu fangen wir an, das Bein nach vorne durchzustrecken. Muskelgeführte Bewegung, ja? Möglichst viel Spannung in deiner Körpermitte, dass wir die Wirbelwelle schützen, stabilisieren und das Bein kommt gerade so hoch, wie unsere Muskelkraft es zulässt. Ja? Hohe Belastungsspitzen, aber richtig schön diese Elastizität tatsächlich aus der Gelenkkapsel und den Bändern heraus trainieren, um jetzt wieder locker zu entspannen. Locker zu entspannen, so wie es ist, wenn wir jetzt oben die Spannung aufbauen. Unten locker, aber oben holen wir uns jetzt hier wieder diese kleine Elastizität in der Rückfederung. Halt mal oben an. Jetzt möchte ich, dass wir insgesamt schauen, dass hinten die Ferse sich vom Boden löst, dass das Knie hinten so ein bisschen mit nach vorne kommt, dass der Bauch sich höhlt, dass wir jetzt also schauen, wie ist es denn jetzt hier unten, Armlinie, Schultergürtellinie, wie spielt sich die Elastizität jetzt in den oberen Rücken hinein? Und dann ist es Zeit, mal unten anzuhalten und locker zu federn. Einfach locker ausfedern.